Was wir in diesen 40 Jahren gesehen haben, ist, dass die Rolle, die Künstlerinnen und Künstler dabei einnehmen können, diese Veränderung zu verstehen, zu analysieren, Auswirkungen und Bedeutungen auch zu antizipieren, dass das eigentlich ein enorm hoher Stellenwert ist. Und wir wollen sozusagen mit diesem Festival auch zeigen, dass dann, wenn man eben sozusagen rausgeht aus der Deckung, wenn man sich mit dem auch kritisch befasst, wenn man hinter die Kulissen blickt, wenn man versucht, Alternativen zu entwickeln, dann ist plötzlich eines möglich, dass man nämlich nicht nur zum passiven Opfer einer solchen Entwicklung wird, sondern eigentlich zum aktiven Mitgestalter. Ich glaube, das Wichtigste an dem Festival heuer ist wirklich die Rolle von Kunst, von Kreativität in diesem Gestaltungsprozess unserer Zukunft herauszuarbeiten. Da eben zu zeigen, okay, wie ist das die letzten 40 Jahre gelaufen? Beispiele, Best Practice, wie es so schön heißt, zu zeigen. Und daraus natürlich dann schon auch zu überlegen, okay, wie kann sich dieses Verhältnis Kunst, Technologie und Gesellschaft jetzt in den nächsten 40 Jahren noch stärker einbringen?